Guten Morgen. Leute, ich bin in Kampfmontur, rot, schwarz, grau. Na, Spaß beiseite. Es ist 6:44 Uhr, 25.03.21. Ihr werdet nicht glauben, was alles passiert ist. So, die haben das Bayreuth-Wappen geändert in Dimensionen, wo sie das Triank vernichtet haben. Das Triank, na? Cracker.info. Triank.cracker.info entdecke ich heute im Wappen und dann machen sie in so Dimensionen die weg aus dem Bayreuth-Wappen. Unser hiesiges ist noch richtig. Ja, meine Brüder gefunden übers Internet teilweise. Wir synchronisieren weiter, machen das Zeichen stark für den Heiligen Geist, den männlich, weiblich. Männlich, weiblich, Heiliger Geist, erreichbar und die Personifizierung. So. Dann habe ich einen Beitrag geschrieben, die das Bayreuth-Wappen ändern. Du musst dir vorstellen, bis zur Sixtinischen Kirche, Michelangelo sei Dank, bis hin zu den Stadtplan von Bayreuth, das Schloss, Entschuldigung, Karlsruhe. Bis hin zu der Erstpyramide Steinmetzkunst vor Orte und dem Hinkel, der sah in der Nähe, sind die Änderungen gediehen. Auch dort ist das Triang am Leben. 16 meiner Brüder sterben qua durch das Löschen von dem Symbol. Massen an Verrätern. Wir waren Luzifergott. Die Schere Christenteufel hat geklappt. Die haben mich verhärmen lassen, aus dem Spiel gesetzt, isoliert, etc. pp. Jetzt habe ich ja 26 Kiesel gesetzt. Feine geistige Gesetze. Das meint, das ist ein Votum für die Zusammenkunft, was die Zukunft ist, was denn zu geschehen sei. Was im Ideal passiert, der Besitzerwechsel oder umziehen müssen. Sagt man nicht eben. Ist mir aber jetzt mittlerweile wurscht, weil ich wünsche mir, und dann führe ich immer schön die Finger zusammen, die Daumen, das Paradies mithört, dass ich praktisch ein Gehäuse mir nicht schaden kann. Die Zauber noch irgendwie vergisli, es ist Magic Fight. Drückt mir die Daumen. Und jetzt cruisen! Aber jetzt! Falschhammer klingen, Wernchenmaschinen. Seitdem können mir Araber helfen. Seitdem sie die Triankrune als Geste wissen. Packen wir es an.
Naja, jetzt haben wir 649 um 8 Pferde. Die haben ja keine Begriffe, was sie einem angetan haben. Naja, da wollten sie ganz schnell noch irgendwas zum Glätieren. Ja. Ja, jetzt fliegt der Kiesel an einen sein Haus, beziehungsweise davor. Hätte ich nie gedacht, die haben mich immer so blöd unter Druck setzen können. War schon so klar, bis zwar Gebieter, Held und Graf, wie ich mich manchmal nenne. Aber als Hante bist dann doch ein wenig gnädig. Jetzt kann ich mich aber mittlerweile wehren. Ja, mit so einem zwei, drei Mittelchen. Es gibt da 5 Handgesten. Ah, also pass auf. In der Luft hämmern meint Aktion. Auf dem Tisch tatzen, Stufe 2. Stufe 3, manche paar andere mit dem Daumen. Wenn es gar nicht mehr erträgst, ein Zingerler, das in der Zeit rücktariert wird und repariert. Und dann, wenn es aus sein muss, die Situation 1 und die Querstrebe des Kreuzes. Das absolute momentan. Es berührt mir wieder was unsichtbar, schon seit 3 Jahren. Das ist im 4. Stock Hohenzollernring links, da checken sie es rüber. Teilweise. Es sind auch Nebendimensionale in diesen Räumen, die checken noch nicht, wer ich bin, was ihnen blüht. Kann ich mich wehren, irgendwann mit Speeren? Da, verdauungstraktlose Wesen geschaffen. Also, wisst ihr, feine geistige Gesetze. Genauso das hier, das sind Taler, wenn Metall dran ist. Da müsst ihr schauen. Der alte Adel, ich habe 3. Adligen, die Münze angefasst, im vollen Bewusstsein, will er wieder haben. Da ist man irgendwie im Verbund mit seinen Talern. Ja, da ist mein Majestät. Aber ich weiß, ich könne mal was für die machen müssen, weil ich die lang hatte. Das ist das Zweite, muss Obacht gehen. Ne? Schwarze Münzen, sage ich noch, das sind die strengen, das sind andere Zeiten, die halten sich eisern an sowas. Ne? Die nehmen auch Handschuhe, Experten, oder polierte Platte, warum sind die in Münzkapseln? Ja, damit die Experten die nicht anfassen müssen, weil das gilt für die Geisterwelt. Das muss die halt Geist sagen, das gefällt manchem nicht, weil wir so viel Verluftung haben. Das ganze Wesen um den Planeten lebt und blüht wie ein Meereswogen und darin sind die Zirbel, wo die Leute sich bekriegen und es tut nicht Not. Wir würdigen uns nicht, weil wir so viele sind. Das ist absurd. Na, es ist da wieder irgendwas gewesen. Na, da war ich so na, und reagiere mich durch die Gestik. Ja, im Großen und Ganzen war es das. Ja, nach Gesten, sag bei wichtigen Sachen angenommen. Es gibt dann Menschen, die können sagen, so sei es. Und dann wird es so. Und so muss man halt weiter uns bewegen. Ne? Das war's. Um 8 fahre ich los. Mal schauen. Wie es wird. Ah ja. 26. War schon fleißig da. Ach ja.
die hier ist neu. Das ist die Horn-Pyramide. Wisst ihr, was interdimensional geholfen hat jetzt? Drachentänze. Drachentänze. Schön, ne? Goldene Pyramide, Kupferaufsatz für die Chef und die, den Zugang zum Heiligen Geist, den männlich-weiblich. Berührt mich wieder mehr, muss ich mich rumgestikulieren. Da Gas als roter Himmel. Und das Silbrig. Die ist auch schön geworden. Das ist der Hammer. Und die Pyra, die Hammer-Pyra. Ja. Gleich drunter ein Hammer und die Pyramide. Da ist nochmal ein schön. Hammer und Pyramide. Moment. Mit dem Kreuz drin. Oben ist der Hammer. Unten die Pyramide. Hier ist die Schönmünze. Das aufkommende Christentum hinter der Pyramide mit den weggehenden Sternen zum Heiligen Geist in männlich-weiblich im roten Firmament. Das ist schön, ne? Und Hammerpyramide. So, Hammerpyramide haben sie mich bedroht, feinstofflich. Schreibt das nicht, weil wir uns reparieren, etablieren und rekonstruieren für den Gott, den Schöpfer, mit Schwestern, Brüdern, Lieblingen, Familie. Und die Hornpyramide, die Hörnerpyramide. So, die schaut halt eben so aus. Und das ist die richtige, Leute. Da musste ich auf den Baum schnitzen, irgendwo in Raumzeitgeschichte. Das Zeichen für einen Templer, der nach Israel musste. In Raumzeitgeschichte. Dann musste ich mein Triank, ich nenne uns die Triankiana, muss ich sagen. Triankiana. Ich nenne uns die Triankiana. Triank.cracker.info. Triank.cracker.info. Kann ich alle rufen, weil das Wappen verändert wurde. In Moment. Sicher war es nicht. Da steht es nämlich. Set ist mein Name. Und da ist das Triank drauf. Und den führe ich heute auch aus. Wie dem auch sei, ich kann rufen alle Triank. Nicht, aber Triankiana. Merkt euch das Wort. Triankiana. Das ist wieder Dummzauber am Start. Moment. Wir können rufen. Es soll ja nicht immer um den Hut gehen oder den Leib. Es soll ja nicht immer um. Also nehmen wir Sachen her, wie diese Holztaler. Dann geht es wenigstens um die Sache. Und wenn du was von einem in der Hand hältst, dann tust du ihm sowas nicht on, was du mit dem Gegenstand vielleicht vorher schon machst, dann merkt man es. Und es muss um die Sache gehen, dann passiert nichts Schlimmeres. Es hört so. Ihr am besten, wenn es Symbole hat, ja. Dann, weil es gibt dann lang, rund und Eckert für viele. Eckert. Ich bin für Eckert lang, rund. So, jetzt pass auf. Das können wir aber hier in der Dimension den Luxus führen, Symbole zu pflegen. Und da kann ich dann rufen, für den Bündnisfall gegen die Triankrunen-Veränderungs-Umdenkattacke von den Kräften, die das Vermögen haben, noch das Bayreuth-Wappen zu ändern in anderen Dimensionen, dass das Triank verschwand, rufe ich hier auf alle Quadratel, Jubis, alle Xler,
alle Pyramidalen, alle V-Systeme, alle Kreuzer. Kreuz ist eine große Kraft. Wusste ich nicht. Die sind wie im Urlaub gewesen, die Pyramidalen fast zerschunden worden. Zu denen ich mich rechne auch. Alle Kreise, das sind Mengen. Es geht natürlich auch nur rund. Chef und König sind erlaubt. Alle Merkaba, alle Triangiana. So. Und hab das vermeldet. Auf 3.cracker.info müsst ihr nachlesen. Den Vorgang dieser Änderung des Wappens von Bayreuth. Unsäglich. Ich bin entglitten heute. Deswegen. Unsäglich. Dass ich dann vonstatten fand. So. Seht ihr? Seht? Seht? Die zaubern rum. Ey, die machen an, die zaubern und denken gedankenkraftlich meine Talerchen schlecht. Wisst ihr, das ist auch so ein Gesetz. Es gibt Leute, die haben eine Hand. Die können das magnetisieren. Das ist ja nicht schwer. Viel. Denn wenn ich brenne, dann brenne ich mit einem Gedicht. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, viel Freude, viel Spaß, sei auch mit dabei. Und die Dinge, die ich mache, die wollen geküsst sein, sagt der Kind an anderer Stelle. Aber die können kopiert werden. So, jetzt können wir darüber Hähnchen halten. Dieses weilt vielleicht schon in der Hand von jemandem, den ich kenne, der hat es gedoppelt. Ist Sensation. Sensation. Der nächste Punkt wird mir gerade entzogen, dass ich weiß. Es ist Gedankenkraftkampf. Ehrlich. Ach so, ja, die denken jetzt so schlecht an. Magnetisieren ist nicht das Problem, sondern das Doppeln. Die Hand, da muss ich ein wenig hören. Mit denen muss ich kooperieren, weil die habe ich nicht. Und wenn ich Anonymis sind die Mehrheit. Die Personifizierten gibt es auch. Bin ich teilweise, als Z bin ich noch dabei, personenmäßig. Und wenn zwei das in der Hand haben, dann kann sich da vielleicht auch was tun. Moment, jetzt habe ich sie wieder verloren, den Faden. Habe ich den Faden wieder verloren. Also magnetisieren ist nicht das Problem. Allerdings das richtig auszuüben. Jetzt habe ich es. Mann, wie kann ich sowas vergessen? Warte mal. Entschuldigung. Und aller Welten, aller Landen, aller Seien. Ich kopiere insgeheim diese Scheibe und wer mögt, der ist der Alleinverteil. So schön kann es sein. Habt ihr verstanden, ne? In UFOs sind meine Kunstwerke schon exportiert worden. Ja, war einer im UFO für seine Majestät dort, hat er die mit der Magic Hand 100 Kilometer herkopiert ins UFO und ist dann durchgestartet. Weil sie von mir sind, sind die Sachen beliebt. Nicht, weil sie so gut gekonnt sind, hat mal jemand gesagt. Also, das Christentum, das Aufkommende hinter der Pyramide, die sich einfliegt auf den Kronen der Welt, war vorher die Pyramide, jetzt kommt das Kreuz und das Chefsystem obenweilen, beziehungsweise der Hinweis zum männlichen und weiblichen Heiligen Geist. So, und da habe ich jetzt gesagt, auf der Rückseite steht Pyramidenhammer. Möchten geküsst sein. Und mehr sage ich jetzt erstmal nicht. Ist ausgeworfen, ja, im Universum für diesen Moment in der Zeitgeschichte. Und jetzt lausche ich mal eine Stunde in mich rein.
ob es muss sein, dass einer umzieht, wenn er. Ich denke es nicht. Aber wenn ja, dann hört ihr von mir. Bis später. So, also, sei verziehen, was da war. Was das, da wundert man sich hinterher. Die können in der Zeit, Entschuldigung, ein bisschen lauter. Jetzt. Die können in der Zeit reparieren. Du wunderst dich dann hinterher, was warst du jetzt in Rage? In zwei Methoden. Das Konfonieren, das machen die Pyramidalen. Dann funktioniert aber das andere scheinbar nicht. Das ist Eingleisen und Übermerkung. Wie genau, weiß ich nicht. Bei denen bin ich nicht. Das sind mehrere. Da musst du so Konformitätsgedanken haben. Nicht so herausstechen mit irgendwas. Bei den Pyramidalen kommt man alles sich rausnehmen. Und trotzdem wurde repariert, schön vereinzelt von oben. Da. Und beim Kreis ist es halt so, da muss man so mengenmäßig auf, gerade noch geht so. Und dann wird einem das vermeldet oder angedacht und dann kann man das auch reparieren. Aber es sind halt viele. Wie eine Gruppe muss sich da rechtfertigen. Bei den Konfonieren war damals, es waren wenige. Ja. Da warst du dabei und dann wurde für dich das gemacht. So, jetzt habe ich mir das nochmal angeschaut. Das ist besser geworden ein bisschen. Es wurde jetzt sich beschwert. Ich soll nicht so brillieren. Mensch, ich habe mir das doch erarbeitet. Ich habe doch mein Haus verloren. Meine Frau, meine Verlobte, mein Auto, mein Hund und meine Arbeit. War teilweise gesund, nicht? Um die Welt zu verändern. Das war die Bedingung. Kommt das Unsichtbare eines Tages auf mich zu. Andreas, du kannst die Welt verändern, weil die mich so viel arbeiten haben lassen. Die haben mich als Zugereisten behandelt im Fichtelgebirge. Und sagen dann, die Verluftung um mich herum, du kannst die Welt verändern. Du wirst aber erstens alles verlieren, weil Diognes in der Tonne, der Philosoph, der von den Reichen sich nichts mehr sagen lassen kann, weil er in der Tonne übernachtet draußen. Und zweitens, manche werden verrückt dabei. Und ich saß vor den Gleisen 2010 und ich bin jetzt, sage ich, danke dem Herrn, dass ich noch lebe, ist eine fantastische Zeit geworden. Die zweite unsichtbare Abmachung war Wanderstabmacher. Ich hantiere mit so Stäben und in einer Dimensionsschau vergehen Welten. Diese bleibt bestehen wegen auch meinen Wanderstaben, die ich im Universum habe an- und feilgeboten. Jetzt ist da natürlich ein Neid und ein Verhalten von mir der außerordentlichen Ausdrucksweise ausdrücklich um Verzeihung, möchte ich da mal sagen, wenn ich cholerisch werde durch das, was ich gesehen habe. Ja, was Unsichtbares kommt. Das zweite war, du machst dich stümpferer, wenn was ist. Und ich, ja, mache ich. Dann ist es weiter. Und ich habe sie gemacht. 30 Stück. Und wenn ich einen schönen hatte, an die Universalis, das Universum, habe ich gesagt, diese Wanderstaben zur Ansicht oder zur Hilfe in verschiedenen Größen. Das Original verbliebe mir. Das Original verbliebe mir. Und dann haben mich Zwerge angerufen aus dem Märchenland und sagen, du, ich habe jetzt hier was. Kannst du den bitte um 5 cm kürzen, ich hab's mit der Hüfte gleich. Und dann musste ich den beim Humpeln den modifizieren. Dann wurde ich in Anspruch genommen für über ein halbes Jahr.
Nachdem das Zusammenstehen an der Stange. Ich bin an der Stange. Ich bin an der Stange für euch, Leute. Ich bin an der Stange. Nachdem also ne, die Konsolidierung des Zusammenstehens mit den Wanderstaben gefördert wurde. Oh. Da ist nochmal in groß. Ich habe halt jetzt Neider am Start. So einfache Dinge. Ne? Ich möchte da mal um Verständnis bitten. Ich habe mein Haus verloren und mein Leben aufs Spiel gesetzt, um jetzt was tun zu dürfen. Ich danke dem Herrn. Ich wünsche, dass meine Brüder erstens steht auf Seed, seth.cracker.info, verlinkt über a.cracker.info, konsolidieren. Wir haben in Raumzeit dann nur noch gehabt Plätze, um zu konsolidieren, zu synchronisieren und um uns zu bündeln zum sich verstehen am Schloss Kirchenplatz für meine Ichis. 10 Brüder Doppelgänger. Und das zweite ist das Triang eben aufbringen. Das sind die zwei Ziele. Das dritte. Feine geistige Gesetze entdecken. Deutschtümelei. Entschuldigung. Deutschtum. Und Heimatverbundenheit fördern. Dazu haben wir die Region Bayreuth. Sync.cracker.info. Nochmal, Bayreuth. Sync wie Synchronisation.cracker.info. Und das zum Seelenkordeln der Region versucht worden, eingerichtet. So, das war's jetzt. Ach ja, di.cracker.info, die Versuchung des deutschen Imperaturgesagens in Unzeiten. Deutsche Imperatur, die di.cracker.info hat ein neues Holzgestell und seit den Trachtentänzen geht's bergauf. Seit interdimensional haben die Trachten von den Amish bis Naus zu, Moment, das war Ungarn, haben sich dann bewegt und haben einen Tanz gemacht und es hat interdimensional eine Sonne aufgehen blitzen lassen. Das Ergebnis heute, ich habe eine Tabelle bald von allen Nationen, allen Sprachen des Wortes König und des Wortes Chef. Eine Tabelle mit jedem Land der Anrufung, vom Patron zum Re, zum Re, zum Boss, zum Capo, zum Don, zum Boss, habe ich schon. Zum Patron. Herrlich, oder? Der Re. Und jetzt geht's wirklich bergauf. Und ich hoffe, es ist verziehen. Ich sag's einmal mehr zur Übung auf die Spur. Ich verzeihe. Traurig, was sie gemacht haben. Die wollen immer sehen, dass ich fliege und das verarbeite. Das hat doch keinen Wert. Ja, das ist, also... Dann noch eins oben draufsetzen, bitte nicht. Von jetzt an einen guten Weg. Das wünsche ich euch auch. Und jetzt versuche ich wieder mit der Stimme zu heilen. Freunde, heilen mit der Stimme. Moment. Vier. Nochmal. Moment, meine ich. Da schaut es unser Zeichen. Lucifer.cracker.info. Besorgt auch so einen Anhänger. Das war Bruder Ichi von Andreas Mark Bernet. Lucifer Set. Wanoir. Caminius dem Karuska. Also, viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Viel Freude, viel Spaß, sei auch mit dabei. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, viel Freude, viel Spaß sei auch mit dabei.
Ja, Lust auf mehr? Geh auf erste-a.cracker.info. Erste-a.cracker.info. Und gestern bin ich wieder entglitten, Verzeihung, auf die Spur. Meine Frau hat so ein mit fast reparieren dürfen können, wollen werden. Die Verständigung des Umfeldes fordert, dass ich nicht so brilliere, das ertragen sie nicht. Und ich halt mich ja dann irgendwann als Gesichtsgebindiger mehr raus und habe meine Damen aus der Ferne gern und aus. Wahrscheinlich. Also ich möchte so lange wie möglich so bleiben, wie ich bin. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Das war's. Bis später. Ja, Hobbyhandwerker und Follower. Ja, die zwei Sachen schlage ich vor. Schatz, ich liebe dich.